willkommen zur nächsten Folge Motorsport Manager. Mit einer wirklich bescheuerten Nachricht. Und zwar habe ich hier noch gespielt und leider meinen alten Spielstand überschrieben. Den Verona MC habe ich überschrieben mit Test Driver, also mit meinem anderen Account. Das ist ein bisschen doof gelaufen, aber es gibt mir die Möglichkeit, eben eine neue Karriere zu starten und auch weiter unten zu starten. Und ich habe da schon ein bisschen weitergemacht. Ich nenne mich einfach wieder gleich. Ich hoffe mal, es funktioniert. Ich guck mal gerade, wie ich aussehen möchte. So. Brille 3. Bisschen dunkler. So, den nehmen wir und dann bilden wir ein neues Team, und zwar ganz unten in der European Racing Series. Ja, es ist wirklich zu dumm. Also ich habe mich auch ein bisschen geärgert, ein bisschen arg sogar. Verona, wir halten es aber international. Racing. Kann man hier noch ein MC reinmachen? Verona MC Racing. Das sieht doch gut aus. Jetzt dürfen wir uns hier ein Logo aussuchen. Hoffentlich haben die nicht zu viele Optionen. 14, okay. Das sieht mir eigentlich cool aus. Ich habe ja auch schon ein paar Farben hinzugefügt. Wo ich denke, das passt dann auch. Ach, hier kannst du sogar. Okay. Gibt ja schon viele Möglichkeiten hier. Der eine mit dem Mittelstrich, mit den zwei Mittelstrichen, die da will ich haben. Und dann nehmen wir das. Ja, wir halten alles in unserem Design dann. So, schwarz-grün. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Design nehmen wir? Dieses hier. Ich würde mal sagen, helle Sponsorenfarbe ist diese. Ne, die machen wir. Und die andere machen wir weiß. Nein, jetzt ist wieder alles weg. Eieiei. Neue Lackierungen verfügbar. Okay, da geht er bei mir in Steam rein. Das will ich jetzt nicht. Okay, dann machen wir eben noch mal die Nummer 5 wollte ich. Sekundärfarbe. Machen wir schwarz. Zweitfarbe diese und Dekofarbe auch schwarz. Dunkle Farbe schwarz,
helle Farbe, unser Logo Farbe. So, gut. Varuna Racing. Varuna MC Racing. Ne, wir machen Varuna Racing. Sind wir mit der Bearbeitung des Teams fertig? Ja. Die Bank haben Interesse daran, ein brandneues Motorsportteam zu finanzieren und möchten sie in den Chefsessel setzen. Sie müssen ihre Investoren bei Laune halten, also wählen sie mit Bedacht. Golden Tiger verfügt über Kontakte in der Baubranche und erlaubt ihnen mit einem besonderen teuren Headquarter zu starten, das ihre Motorentwicklung fördert. Die Manager dieses global agierenden Investmentriesen sind bekannterweise nur schwer zufriedenzustellen. Also das heißt, hier müssen wir wahrscheinlich gleich am Anfang voll dran. Aber wir wollen ja die Herausforderung haben, ja. Mauna Racing. Deshalb nehmen wir einfach das niedrigste Paket. Ach, guck mal, sogar alles in meinen Farben gehalten. Und das ist cool. So, Ziel für die erste Saison. Mit 20 Fahrer ist unterste, ja, wir machen das unterste. Müssen wir jetzt auch noch ein neues Fahrzeug erstellen? Ne, haben wir ja schon. Team ist auch vorhanden, Fahrer sind vorhanden, die sind natürlich nicht so gut. Unsere Techniker natürlich auch nicht. Wir suchen uns mal junge Fahrer, die 2016 entlassen werden, sozusagen. Dann scouten wir die einfach mal. Der hier war recht gut. Aber der wird natürlich nicht zu mir kommen. Pascal Becker, Dreyfus. Gut. Wir schauen mal, was wir hier noch machen können. Ein Wetterzentrum bauen, das tun wir auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass ich wirklich nicht noch irgendwie was mit den Fahrzeugen machen muss, sonst greife ich jetzt wieder total ins Klo. Und die Fabrik bauen wir mal noch aus. So, 4 Millionen lassen wir uns mal noch. Falls noch eine Überraschung kommt. So, wir haben Einheitsteile hier, Heckflügel und Frontflügel. Das ist eigentlich für uns ganz gut, weil dadurch müssen wir weniger Teile entwickeln. Muss ich gerade mal gucken. Hauptfahrer ist der Gomez, der auch Hauptfahrer. Sind die gleichberechtigt? Fahrer. Gleicher Status, jawohl. Okay. Das heißt, ich muss gucken, wem ich was gebe, damit die auch zufrieden sind. Die Bremsen sind ja kacke. Brutal.
Ja, wir nehmen mal ein Interview an. Tja, da haben Sie sich aber eine schwere Aufgabe bei Ihrem ersten Job ausgesucht. Erwarten Sie, dass Sie in dieser Saison überhaupt nennenswerte Punkte holen? Ich sage Ihnen klar, dass wir dieses Jahr den einen oder anderen überraschen werden. Punkte stehen definitiv auf unserer Liste. Ich bin recht zuversichtlich, dass wir ein paar gute Rennen schaffen, aber ich kann nichts versprechen. Ich denke, das ist gut. André Gomes ist nach Meinung der Fans bei Ihnen die Nummer 1. Sehen Sie das auch so oder ist Faith Anthony besser? Das ist eine Frau. Das ist eine Frau. Okay. Ich habe Glück, dass ich zwei große Talente geerbt habe und freue mich darauf, sie fahren zu sehen. Beide. Ja, wir haben beide gleichberechtigt. In der Saisonvorschau von Channel 6 habe ich geschrieben, dass man von Ihnen erwartet, Zehnter in der Teammeisterschaft zu werden. Trifft das ungefähr zu oder glauben Sie, das geht noch besser? Das geht noch besser, das kann ich Ihnen versprechen. Unser Vorsitzender ist ein Südafrikaner. Wir haben ja alle kennen Sie noch als Lieblingsfahrer der Fans vor einigen Jahren. Werden Sie Ihre Talente von damals auch in Ihre neue Aufgabe als Manager mit übernehmen können? Beim Rennfahren kommt man ab 300 Sachen unter Druck. Das hier dürfte ein Kinderspiel werden. Ich weiß in- und auswendig, dass Rennfahrer brauchen, was Rennfahrer brauchen. Ich glaube, ich schaffe das. Genau. Die Fans unterstützen mich. Weiter geht's. In welchem Monat sind wir denn überhaupt? Im März? Oh, wir kriegen Sponsorenangebote, das ist gut. Wir nehmen den hin, der gibt uns genug Zahlungen auch neben den Rennen. Dann kriegt man noch mal ein paar Sponsoren. Wir nehmen das Handgeld von 750.000 und 400.000 pro. Uns mal das Geld nochmal. Hier gibt es nicht so viel Preisgelder. Also muss man ein bisschen gucken, dass man nicht so viel ausgeben. Die Sponsoren nehmen wir jetzt alle mal an. Weil wenn wir keine Sponsoren haben, geben wir auch kein Geld. Und es steigert unsere Marktfähigkeit. Jetzt nutzen sich weniger, halten etwas mehr aus. Das ist schon mal gut. Ja, die Drehfuß müssen wir mal im Auge behalten. Entschuldigung. Die da unten sind zu schlecht. Der hier ist gut. Den würde ich gerne mal sichten. Der will aber natürlich einen Haufen Kohle haben. Der ist auch gut. 1 Million Gehalt. Das wird man uns wohl kaum leisten können. So. Wir gucken mal. 10 Rennen haben wir diese Saison. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt in diesem Let's Play mache, ob ich wirklich wieder jede Saison, jedes Rennen als einzelne Aufnahme mache. Wir müssen mal schauen. Wie lange die Rennen hier sind.
hier gibt es natürlich die Einstellung mit dem Abtrieb und so. Und es gibt nur Soft und Hard, das sind nur zwei Reifenmischungen. Wir haben hier die Soft und die Weich. Also Super Soft und Soft. So, gucken wir mal. 12 Minuten freies Training los. Und hier kann man bloß den Renn drin testen. Okay. Dann haben wir ja weniger Einstellungen wie bei unserem anderen Spiel. Hier gibt es sogar am Anfang ein bisschen Grip. Von der Strecke her ist es, glaube ich, eine andere. Ja, da sind wir schon wieder am Stadtziel. Das ist eine deutlich kürzere Strecke. Glaube ich zumindest. Ja, das sieht gleich. Die ist kürzer. So, unser Auto scheint nicht wirklich gut zu sein. Ist ja klar, wir wollten ja auch am Ende des Feldes starten, um Gas geben zu können, damit wir weiter nach vorne kommen. Wo haben die jetzt noch eine Runde her? Mal schauen, ob die noch eine hinkriegen. Die sind auf Soft draußen. Okay, die kommen beide rein, das ist schon mal gut. Und von der Config waren wir eigentlich auch nah dran. Abtrieb passt. So, Renn drin und dann gehen wir aber auf die harte Mischung. Bei dem hier habe ich den Abtrieb ein bisschen zu wenig oder zu viel. Und das passt. Aber die Geschwindigkeit passt nicht. So, würde ich sagen, lassen wir das auch. Dann schicken wir auch auf dem härteren der beiden raus. Und dann gucken wir mal, was da noch geht. Wir brauchen hier 1,20. Wir haben hier V6 Motoren. Ja. Ist ja klar, die Klasse hier ist einfach schlechter wie die andere. Aerodynamik ist bei Anthony gut. Fahrverhalten bei Gomez.
Geschwindigkeitsbalance besser beikommen ist, das freut mich. Wir sind eigentlich so vorne mit dabei. Das ist gut. Dann gucken wir mal, was im Qualifying möglich ist. War das jetzt schon das Qualifying? Irgendwie bin ich gerade ein bisschen irritiert. War das das Qualifying? Nein. Wie startet man denn hier? Auf welchem Platz bin ich denn? 11 und 18. Warum? Okay. Ja, verstehe ich jetzt gerade mal gar nicht. Okay, die brauchen beide ein bisschen weniger. Für das Ideale. Wie viele Runden haben wir denn? 30. Dann würde ich sagen, gehen wir zweimal auf den gelben. Oh, und hier muss man auch. Hier darf man auch nachtanken. Okay. Also. Abtrieb ein bisschen mehr. Topspeed ein bisschen mehr oder weniger, das ist halt die Frage. Wir probieren es einfach mal so. Der hier schafft 10 Runden auf den roten. Finde ich ein bisschen schwerer. Aber wir gucken mal, was wir daraus machen können. Ich hoffe nur, dass sie mein Auto heile lassen. Zustand des Fahrzeugs ist auch nicht gut. Strategie überlegen. Dass wir irgendwie so hinkommen, dass die Reifen lange genug halten und wir am Ende einen schnellen Stint fahren können. Beziehungsweise im zweiten Stint, ja, im zweiten Stint schneller ziehen. Hinterherfahren wollte ich eigentlich nicht.
Box. Einer ist schon an der Box. Nach 8 Runden ein bisschen früher, beziehungsweise nach 7 oder 6 Runden. Und da sind noch mehr in der Box, die gehen alle schon so früh rein. Und der hält noch 3 Runden. 5 Runden. Das wäre gut, das wäre gut. So, ich bin auf dem falschen Gommes ist gerade von. Ich probiere eine Runde länger draußen zu bleiben, was eigentlich möglich ist. Und damit da noch was geht von der Strategie her. Sobald sie über Stadtziel gehen. Also, 2 Runden gehen noch. Sieht eigentlich vielversprechend aus jetzt gerade. Unsere Teile heben noch. Das Wetter spielt mit. Einen schnellen Stop machen. Den hier schickt man auch jetzt rein. Ich glaube, das ist aber zu spät. Ich glaube, der ist schon eine Boxeneinfahrt vorbei. Dann muss er jetzt Sprit sparen. Nee, muss er nicht. Er hat ja noch. Dann hebt der Reifen 10 Runden. Der Reifenwechsel ist aus der Nase. Gut. Ne, da waren schon 2 Stück nochmal wechseln. Ich hoffe jetzt halt, dass ich mit der, dass ich da jetzt durchrutschen ein bisschen, wenn die so oft zum Stock gehen. Ich probiere eine 2 Stock. Und die probieren auf jeden Fall 3. Dann sind wir bei 22. Ich muss mich dran erinnern.
Sieben Runden. Man kann da noch ein bisschen Gas geben. Also alles im grünen Bereich. Sechs Runden. Da kann ich ein bisschen Gas geben. Wir fahren eigentlich gut mit. Vier Runden müssen die Reifen halten und das Benzin auch. Dann ist alles gut eigentlich gerade. Müsste eigentlich locker im Fenster sein. Ja. Läuft alles gut im Moment. Die gehen alle auf 3 Stops. Wir nicht. Runde Box. Der Motor ist schon ein bisschen angeschlagen. Gomez kommt jetzt in die Box. Seine Reifen sind natürlich schon ein bisschen hinüber. So. Und jetzt schauen wir mal, ob wir mit der Strategie richtig liegen. Aus 16 raus. Anthony fährt jetzt rein. Sechs Runden noch zu fahren. Die halten noch 8 Runden. Dann passt's. Anthony ist vorne geblieben. Was unser Vorteil jetzt eben ist, wir fahren im Treibstoff auf Rot. Und die anderen auch. Die geben sogar mit den Reifen Vollgas. Aber da muss auf jeden Fall noch der ein oder andere vorne stoppen. Und wir haben gerade einen guten Renn drin, muss ich echt sagen. Eine Heckflügel. Wir könnten noch in die Punkte kommen.
Und dann gibt es den einen oder anderen, der langsam machen muss. Von dem her mache ich mir da schon noch berechtigt Hoffnung. Vier Runden halten die Reifen, noch zwei müssen wir fahren. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Nein. Ja, ihr müsst ins Ziel fahren, Leute. Komm, was wolle, ihr müsst ins Ziel. Überhol den noch, komm. Komm, zieh vorbei. Ah, schade. Ja. Das war ganz knapp. Für mich. Aber alle auf dem 3. Nur der erste nur nicht. Und wir nicht. Der sogar 4 Stops. Jean, oder wie heißt es? So, der war zwischendrin auf dem Softstint. Ja, wenn du halt je häufiger du wechselst, je mehr Vollgas kannst du geben, weil du eben nachtanken darfst. Ach, und hier kriegen alle Punkte. Das ist ja cool. Dann gibt es für die Platzierung gibt's Punkte. Na, das ist ja... Ah, danke, danke, danke. Lauter Fans. Also ich bin eigentlich zufrieden fürs erste Rennen jetzt. Und ja, leider habe ich ja den Spielstand gelöscht, den alten. Da kann man jetzt nichts mehr dran machen. Uiuiui. Okay, aber daran ändert sich halt nichts. Was? Wir machen Minus. Wir machen Minus an unserem Rennwochenende. Das ist ja wohl nicht wahr, oder? Der eine hat noch eine Strafe gekriegt. Wir müssen... Wir müssen unsere Teile entwickeln. Achso, warte mal, es ist da noch beschädigt. Oh, behauptet, dass wir Bremsen das Team zurückhalten. Ja. Marktfähigkeit minus 10%. Na toll. Das Einzige, was wir nicht haben, ist Geld. In 4 Rennen nämlich 600.000. Ist ja wohl deutlich besser. Die Cavalcanti, die hatten wir ja in irgendeinem. Die hatten glaube ich irgendwann mal.
So, Teile verbessern. Den Motor. Internet kriegt den besseren Motor. Und dann gucken wir mal, wie das schon im nächsten Rennen dann aussieht. In der nächsten Folge. Vielen Dank bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr vor allem gut findet, dass ich jetzt eine neue Karriere gestartet habe. Nee, können wir wenigstens hier 100.000 abgreifen. Dann schreibt es doch mal in die Kommentare, ja. Weil ich möchte natürlich ein bisschen gucken, dass ich mich auch an euch orientiere. Und wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Die kommt morgen wieder um 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen.